Und es ist die normale Mami. Es ist schon mal nicht die DLC-Mami. Wenn ich mich recht entsinne, ist... Ich hab den Safe Spot. Hast du? Ja. Das ist die Fliege, genau. Ja gut, das gleiche geht auch bei der unteren Tür, wenn du dich da richtig hinstellst. Die wird gleich auf dich schießen. Yes! So, ich hab extra nichts gesagt. Na 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 www.stirn.de. Komm, was weiß ich. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Shirtless. Ich bin hier gerade wirklich shirtless. Shirtless Earn. Das bringt was. Take your shirt off if you wanna, if you want to win seriously. Take your shirt off. man kann auch mit Anziehsachen Skill haben. Sagt der Link, der nur in der Unterhose am Laptop sitzt. Heute nicht. Ja, heute muss doch nur zugucken. Aber Meta Sigma ist ein Gott. Ein Secret of Evermore Gott. Und Shirtless. Shirtless Secret of Evermore Gott. So. Damit ist das LP sogar beendet. Ich habe hier gesagt, ich bin nur Mom. Das erste Mal besiegen. Schaut auf! Meister 2456. Falsch. Ich weiß den Namen nicht vernünftig. Du Schwein. Wie, das LP ist jetzt vorbei. Ja. Will aber weiterspielen. da guck mal, noch gar nichts drin in der Collection. You found secrets? A cube of meat has appeared in the basement. You unlocked the harbingers and the horsemen are loose. You unlocked the wall, the womb, chapter 4, mother sleeps. The bean, hab ich schon. A radioactive spider und so weiter und so weiter. Ich find's toll, dass das hier nicht mal das Ende zählt. Beziehungsweise das Marmkill. Ja, der Fuß ist halt nicht... Ja, ich bin nicht an den Herz gegangen und habe ihr Herz herausgerissen, aber dennoch... Ja. Also wie, das LP ist jetzt vorbei. Auf deinem Kanal kommt dann kein Isaac mehr. Vielleicht, wenn ich mal 700 Stunden habe, dann wieder was. Ich kann ja jetzt mal hier Start Isaac. Das ist jetzt Überlänge Part, also ich habe extra nichts gesagt, gerade am Ende, als die 45 Minuten waren, weil ich da jetzt den Spielfluss von mir nicht unterbrechen wollte. Das hier muss ich mir jetzt auch noch wieder antun. Das muss er sich jetzt auch antun, bis sie, so wie ich meine letzte Worte sage. Also, ich werde, es wird nicht das letzte Isaac, das letzte Mal sein, dass ihr Isaac von mir seht und dass ich so die Kackspin tanke. Der wird dich nochmal treffen. Der untere wird dich treffen. Oh! Sehr gut. Schön. Das Spiel hat mir so viele Steine in den Weg gelegt. Ich weiß nicht, wo meine Escape-Taste, wo ich meine Escape-Taste hingelegt habe. Auf dem Gamepad, okay. Guck mal auf die Tastatur. Da ist sie oben links. Aber Du wurdest von einem Springer getötet. Mit vier Beinen. Ja. Es wird vermutlich nicht das letzte Mal Isaac von mir gewesen sein, aber jetzt fürs Erste. Ich sehe das Projekt als fürs Erste abgeschlossen.
Das bedeutet, ich habe mehr Zeit für, was habe ich momentan alles offen? Minecraft Sky Island, Cthulhu Saves the World. Cthulhu. Fick mich. Nee. Pokémon Gelb. Muss ich auch noch machen. Wessel ist ja schon fertig aufgenommen und Hopeland und so weiter. Was habe ich denn noch alles für Projekte? Ich habe viel zu viele irgendwann mal angefangen. Yeah. Ich würde jetzt nachgucken, aber das würde ich dann alles sehen und so weiter. Und meine 780 Tabs voller Pornos möchtet ihr dann doch nicht sehen. Ich sag dazu nichts. Er sagt dazu nichts. So, das war die letzte Stunde Isaac für einige Zeit. Ich hoffe, euch hat das gesamte LP soweit gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr irgendein anderes Video von mir schaut. Ich habe diesen Abmoderationssatz von mir noch nie richtig gehabt. Muss ich eigentlich mal mehr dran arbeiten. Ja, ja, zu wenig Projekte beendet. Also, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr meine Stimme hört. Wenn ihr seine sympathische Stimme hören wollt, sein Link ist in meiner Beschreibung drin. Also der Link zu seinem Kanal. Du hast meine Zelda. Ey, Zelda ist voll der coole Held, Mann. Genau wie du sagen musst, voll der coole Typ, ey. Gott. Ja, das ist mein Tingle. Du bist Tingle. Tingle ist cool. Tingle ist 30. Du sollst jetzt die Folge beenden, mein Gott. Es ist ein epischer Moment für mich. Ich habe gerade Mom, also Fuß, besiegt. Ja. Du kannst den Moment, wenn du den Platin-Gott in den Händen hältst, episch nennen. Noob. Wer hat heute... Da habe ich geschrien. Das in meinem LP. Weil das war nämlich, als ich eine Challenge aufgenommen hatte, weil mir da Ultra Pride gefehlt hatte. Und der just in dem Moment kam, als ich diese Challenge aufnahm. Da habe ich geschrien. Das war ein epischer Moment. Aber Mamis Fuß besiegen ist kein epischer Moment, sondern ganz normaler 0815 Noob Scheiß Mist. Meine To-Do-List übrigens. Ich werde vermutlich Meet Forever, Spider-Boy und The Doctor's Revenge noch aufnehmen. Es ist kein Versprechen. Mach doch alle Challenges. Dark of the Night. Dafür muss ich halt vernünftig spielen. 7 Years Bad Luck. Nee, Large March. Mit der Challenge habe ich privat einmal Moms Fuß besiegt. Ja, und dann mit Doctor's Revenge. Das nächste Mal. Ich würde alle machen. Die sind alle vom Schwierigkeitsgrad her gleich. Ich finde, The Doctor's Revenge, Meet Forever und Spider-Man sind richtig einfach. Und Large March auch, weil ich XL-Ebenen total einfach finde. Das sind alle einfach. Ich finde die aber auch nur einfach, weil ich dann relativ schnell zu den einzelnen Bossen kommen kann, ohne viel Schaden zu fressen. Gut. Auch dazu sage ich nichts. Das reicht jetzt aber auch wirklich mal. Ja. Ich habe Mai genug gequält. Ihr, ich habe euch genug gequält mit diesem LP. Ciao. Sayonara.